nächsten Podcast im Rahmen der Tolino Story Days. Mein Name ist Julia, ich darf für euch heute die Podcasts moderieren und ich freue mich sehr auf die nächste Episode mit dem Thema Zeit für mich. Achtsamkeit hat viele Seiten und ich spreche in diesem Podcast mit zwei ganz tollen und inspirierenden Menschen, mit Karin Kuschig und mit Veit Lindau. Und wir sprechen ein bisschen über die Bücher der beiden, über ihre Themen und ihren Blick aufs Leben. Und ich hoffe, ihr könnt im Verlauf der Gespräche die eine oder andere Erkenntnis für euch mitnehmen. Und wir starten direkt mit meiner ersten Gästin. Ich habe Karin Kuschig hier. Karin Kuschig hat über 20 Jahre Erfahrung als Business Coach. Sie hat Führungskräfte gecoacht, das Top-Management von Wirtschaftsunternehmen, aber auch Celebrities. Und sie ist auch sehr oft unterwegs als Keynote-Speakerin und war vorher Radiomoderatorin, hat also sehr viel Erfahrung in Audiothemen. Mittlerweile hat sie ihren Status als Geheimwaffe abgegeben und ist für alle da, die an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen. Mit 50 Sätze, die das Leben leichter machen, ist im März 2022 auch ihr Debüt bei Rowohlt erschienen. Und das enthält 50 Sätze für mehr innere Souveränität und Selbstführung im Beruf und im Alltag. Hallo Karin, schön, dass du dabei bist. Hallo liebe Julia, danke für die Einladung. Sehr gerne. Starten wir vielleicht direkt durch. Und zwar dein Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, ist seit Erscheinen auf der Spiegel-Bestsellerliste und seit einem Monat sogar auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ja, das ist ein lustiges Gefühl. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich völlig surreal. Und das jetzt gerade, wo wir in einer Zeit mit ziemlich vielen Krisen eigentlich leben, fast schon historischen Krisen. Und es erscheint eigentlich kaum möglich, dass Sätze und Sprache wirklich etwas erleichtern können. Oder wie siehst du das? Brauchen wir sie vielleicht auch gerade jetzt? Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann deine Frage total verstehen. Ich weiß noch, als ich im Ende März kurz vor Erscheinen Newsletter geschrieben habe, da habe ich mich erstmal entschuldigt. Das war der Beginn der Ukraine, des Krieges, dass ich jetzt überhaupt mit so einem Thema komme und ernsthaft eine Buchpremiere ankündige, weil sollte man nicht eigentlich am Hauptbahnhof stehen und Flüchtlinge entgegennehmen und willkommen heißen. Ich fand das ganz komisch, dass ich jetzt ernsthaft sage, ja, mein Buch ist fertig. Das klingt so trivial, so oberflächlich, so dumm auch. Und dadurch, dass ich es dann aber sofort benannt habe, hab ich ganz schönes Feedback bekommen, kann ich gut nachvollziehen und so weiter. Und gerade jetzt brauchen wir doch Antworten, Ideen und Sätze, die uns innerlich souveräner machen. Und dann habe ich gedacht, oh, Gott sei Dank, habe ich sozusagen als Feedback die Erlaubnis bekommen, jetzt doch irgendwie was für die Welt auf meine Weise mental eben zu tun. Und deswegen ist die Antwort in zwei kurzen Buchstaben, ja, es macht jetzt besonders viel Sinn. Wunderbar, eigentlich sogar eine Frage, die ich dir gar nicht hätte stellen müssen. Ich bin nämlich Linguistin, ich habe Linguistik studiert und ich glaube, ich habe in meinem Studium sehr, sehr früh gelernt, dass Sprache unglaubliche Macht hat und sehr, sehr viel bewirken kann. Und was es für uns bewirkt, das beantwortest du ja sogar schon in dem Klappentext zu deinem Buch. Du gibst da nämlich die Themen innere Souveränität und Selbstführung an. Möchtest du mir einmal kurz sagen, was das für dich bedeutet? Ja, es gibt ja äußere Souveränität, das wäre so dieses fake it till you make it, ne? Mhm. Ja, lehnst du dich nach hinten, machst du den Arm über die Stuhllehne, nimmst besonders viel Raum ein, lächelst erstmal, weißt du, so ein bisschen amerikanisch. Ja. Und dann beruhigt sich schon das System, was auch stimmt im Übrigen, wenn ich ganz wenig Zeit hatte mit Top-Managern, die am nächsten Tag eine Pressekonferenz zum Beispiel für ein heikles Thema gegeben haben, na klar gehe ich dann auf fake it till you make it, weil du hast halt keine andere Chance, über Nacht jetzt neuer Mensch zu sein, geht nicht. Entwicklung geht auch nicht so schnell. Das wäre äußere Souveränität, aber innere Souveränität, es ist dieser ruhige Ort in uns, wo wir einfach wissen, dass egal was kommt, du sicher, also ich jetzt, wenn ich über mich rede, ich sicher bin, weißt du? Ja. Egal was jetzt kommt, eine Nachfrage oder vielleicht was Peinliches oder eine Frage, auf die ich gar keine Antwort habe, dann checke ich eben bei mir ein und sage, das ist ja jetzt ein Ding, da weiß ich ja so gar keine Antwort, da bin ich ja jetzt, da stehe ich ja jetzt so völlig auf dem Schlauch. Wenn man das, also Unsicherheit zum Beispiel, mal ganz entspannt und gelassen und also souverän zugeben kann, naja, selbstbewusster wird es ja nicht. Ja. Das wäre für mich innere Souveränität, also diesen ruhigen Ort in uns zu finden,
der unabhängig ist von Umständen und irgendwelchen Beweggründen von anderen Menschen, mit denen wir jetzt gerade sind. Und die zweite Frage war ja Selbstführung, ne? Also in der Businesswelt ist es ja immer so, ja, machen Sie mal Leadership, ne? Wir wollen hier, dass unsere Leute besser führen. Und irgendwann dachte ich, naja, aber das ist doch der zweite Schritt. Weil der erste Schritt ist, ich darf mich ja erstmal selbst gut führen, bevor ich mich auf andere loslasse, sozusagen. Und mal einchecken bei mir, wo bin ich denn überhaupt? Geht es mir überhaupt gut? Was fehlt mir denn zum Glück? Was ist vielleicht zu viel? Wer nervt mich denn im Team? Warum denn? Nervt der wirklich mich oder nerve ich mich durch ihn? Also wer denkt hier? Denke ich die Gedanken? Denken Sie mich? Also das gehört ja alles zur Selbstführung, dass wir erstmal sagen, okay, was habe ich eigentlich mit dem sogenannten Drama, Komplikation, Missverständnis oder was auch immer gerade zu tun? Antwort meistens jede Menge. Ja, da stimme ich dir total zu und mir ist es auch sehr schnell aufgefallen, als ich dein Buch gelesen habe. Ich bin da nämlich also ich bin rangegangen und habe erwartet, dass ich da jetzt wirklich 50 Sätze finde, die ich in Gesprächen, im Dialog zum Beispiel an andere richten kann und habe dann Ja. sehr, sehr schnell festgestellt, du hast in deinem Buch unglaublich viele Sätze, die ich eigentlich eher nach innen richte. Also zu mir selbst Ja, sage, egal ob Selbstgespräch, laut ne? oder leise, genau. Also was ich da mir zum Beispiel rausgeschrieben habe, ist dieses Es ist, wie es ist, wie es ist. Eigentlich ein ganz banaler Satz, aber irgendwie, ja, vergisst man den sehr, sehr oft. Gibt es Ja. eigentlich einen Satz, den du besonders häufig zu dir sagst? Also ich finde schon, wer mich ärgert, bestimmt immer noch Auch sehr ich. schön, ja. Ist schon ein kleines, trotziges, souveränes Selbstgespräch, was uns wieder schnell erinnert, wer eigentlich Pilotin im eigenen Kopf sein sollte, nämlich wir selbst. Aber oft sitzen wir ja dann doch als Passagier irgendwo hinten drin, am liebsten noch auf dem Mittelplatz ohne Armlehne und lassen uns rumkutschieren in unserem eigenen Leben, weil wir das einfach zulassen, dass wir die Macht abgeben an andere, was denken die jetzt über mich, warum hatten der das jetzt gesagt, warum gucken die so und all diese Sachen, ne? Und uns vergleichen und bewerten und verurteilen und naja, oder besser finden, was ja auch eine Verurteilung ist. All diese Sachen. Und deswegen finde ich, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich sehr schön. Und auch ein Satz, den ich mir auch häufiger sage, selbst ist, das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. Ja, auch sehr schön. Bringt so was Warmes, Mildes, Weiches rein, ne? Ja. Denn Fehler sind menschlich, mein Gott, ohne Fehler wären wir gar nicht mehr am Leben. Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass du also dass du, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich, als Beispiel gesagt hast. Bei dem Satz ist mir aufgefallen, seit ich ihn bei dir gelesen habe, habe ich ihn sehr häufig zu mir gesagt. Und es ist mir irgendwie auch sehr einfach gefallen. Und mir ist es aber auch bei anderen Sätzen passiert, dass ich mir erst später bewusst wurde, hey, das wäre jetzt ein richtig guter Satz gewesen, den habe ich doch bei Karin im Buch gelesen. Wie schaffe ich das eigentlich, solche Sätze permanent in meinen Alltag zu integrieren? Also gerade wenn es mir schwerfällt, wie schaffe ich es, dass es mir nicht mehr schwerfällt? Ich glaube, sukzessive ist das Zauberwort. Viele wollen ja alles gleichzeitig. Oh, ich will jetzt 10 Sätze integrieren. Das geht halt nicht. Ist wie bei Sportarten, wo du auch nicht den gesamten Bewegungsablauf sofort lernst oder beim Tanzen, ne? Du kannst ja nicht sofort die ganze Choreografie können. Das geht ja nicht. Und mein Tipp ist, man nimmt sich einfach irgendeinen Lieblingssatz, wo man denkt, das ist ja jetzt total witzig. Viele haben ja und statt aber, das ist gar kein Satz, aber nur ein Wort, was wir austauschen. Oder ich gucke gerade mal ins Inhaltsverzeichnis, das könnte man denn nehmen. Zum Beispiel, dafür bin ich gar nicht zuständig. Ist ja ein Satz, den man natürlich anderen sagt. Oder du, ich möchte gerade lieber für mich sein. Sowas ist ja auch ein Dialog, ne? Oder ich glaube, das ist dein Thema. Und wenn man das hat, so ein Abgrenzungsthema, ne, das gibt ja oft Frauen übrigens, haben oft dieses Thema, dass sie sich nicht trauen, sich abzugrenzen, weil sie es irgendwie zu krass finden, zu unhöflich, zu rabiat oder so, weil ja, was denkt die dann und so, ich kann die ja verstehen oder ich kann ihn ja verstehen. Ja. Und wenn wir uns das dann vornehmen, heute ne, sage ich diesen Tag und morgen auch und übermorgen nochmal, dann hast du so viel Spielfläche, weil irgendwie ist ja fast alles zwischen guten Morgen, guten Abend Sprache. Und es ist ja egal, ob man das jetzt da bei Rewe an der Kasse übt oder mit dem Chef Ja. oder im Fahrstuhl. Und wenn du das dann drauf hast, check the box, dann ist es ja drin wie eine neue Vokabel. Und dann kommt der nächste Satz. Und wenn du 3 oder 5
Sätze drauf hast, oder nur das Wort und, würde auch schon reichen, Ja. dann hast du es eigentlich. Sehr spannend. Ich glaube, das nehme ich mir vielleicht mal als Challenge mit, so bis zum Jahresende oder vielleicht auch ins nächste Jahr rein, weil ich habe wirklich viele, viele Sätze bei dir im Buch gesehen, die mich sehr angesprochen haben, entweder persönlich oder eben auch im beruflichen Was ist Alltag. denn was ist denn das, wo du sagst, boah, das erinnere ich immer, da muss ich gar nicht nachlesen. So, das hast du quasi auswendig drauf, Ja. ohne dass du es auswendig Wie gelernt ich hast. eben sagte, dieses, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Ja, Das finde ich sehr, sehr ja. gut. Und es ist ganz lustig, dass du das mit dem und aber gesagt hast, weil ich habe da Mhm. tatsächlich, also damit struggle ich ein bisschen, auch schon etwas Mhm. länger. Ich hatte nämlich Ja. eine richtig lustige Situation. Ich habe beruflich mal eine Weiterbildung gemacht. Es war auch eine interne Weiterbildung. Da ging es ums Thema Kommunikation und Kundenkommunikation. Und da haben wir auch diesen kleinen Unterschied zwischen und aber gelernt. Und unsere Trainerin hat gesagt, ich gebe Ihnen jetzt mal eine Aufgabe. Sie versuchen für den Rest des Tages nicht mehr aber und stattdessen immer und zu benutzen. Und es ist mir unglaublich schwer gefallen. Wir haben erst so ein bisschen gelächelt, haben gesagt, ja, komm, warum stellt sie uns so eine Challenge? Das geht doch ganz einfach. Ist Und doch gar es ist keine. unglaublich schwer. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Warum fällt Ja, es uns so klar. schwer, und zu benutzen und aber fällt uns so leicht? Erstmal liegt es gar nicht am Und und am Aber, glaube ich, sondern an der Gewohnheit. Wir haben das halt schon Millionen Mal gehört. Ja, das finde ich toll, aber also der Film war toll, aber die Kinosessel waren unbequem. Oder ja, ich singe total gerne, aber nur in Musicals, was ja heißt, boah, Musicals sind nichts wert, ne? Weil du machst ja aber leider, ne? Aber bringt ja so ein ungeschriebenes Leider mit, ja doch nur da und da, ne? Macht so die erste Aussage ja kaputt vor dem Komma, also vor dem Aber. Und daher ist es erstmal ganz unabhängig vom Und und Aber, kommen wir uns ganz komisch vor. Das ist einfach so ungewohnt mit Happy. Der Film war total toll und die Kinositze waren gut. Hä? Das klingt Ja, komisch. genau. Für mich klingt es völlig normal und deswegen findet es auch jeder normal, wenn ich das sage. Und weil ich so entspannt bin damit, klingt es für die Menschen dann sehr souverän, wenn ich sage, ich verstehe dich absolut und es gefällt mir nicht, was ich da verstehe. Und das ist natürlich so, boah, was trauten die sich, Ja, ne? ja. Ich hätte da Und direkt schon die nächste Anschlussfrage an dich, aber ja. du hast, nee, sage ich schon wieder, aber, Ja. und wir probieren es jetzt einfach mal, und du hast Ja, uns okay, aber cool. auch, ja, Und du stellen. machst es aber auch. Siehst du es? Es ist richtig lustig. Ich habe damit Ein wirklich ein Lachen. Problem. Du hast uns aber eine Stelle aus deinem Buch mitgebracht, Ach die so, genau weil, dieses ja. Thema behandelt. Vielleicht kannst du ja einmal reinlesen, dann kriegen vielleicht unsere ZuhörerInnen auch einen kleinen Eindruck, davon, wie du deine Kapitel gestaltest. Ah, Und dieses okay. Thema vielleicht auch. Kann ich machen. Und zwar, ich arbeite ja ganz gern und ganz viel mit Storytelling. Das Buch ist voll selbsterlebter Geschichten. Alle möglichen Menschen habe ich umgeschrieben. Männer sind Frauen, Zürich ist Düsseldorf und ich weiß nicht was. Groß ist klein. Ich weiß mittlerweile selber nicht, wie es wirklich war. Und deswegen fange ich jetzt hier am besten auch mal mit einer Story an. Es ist 18 Uhr an einem heißen Sommerabend. Auf einer Art Hochsitz oberhalb meiner Dachterrasse lasse ich die Beine baumeln und blicke auf die Dächer von Berlin. Die Stadt ist in orangefarbenes Licht getaucht. Eine Businesspartnerin, nennen wir sie Anja, tritt auf die Terrasse und winkt nach oben. Wir treffen uns, um gemeinsam ein Coaching-Konzept vorzubereiten, das wir morgen bei einem Unternehmen präsentieren wollen. Die Vereinbarung ist, dass wir so lange durchhalten, wie es eben dauert. Ich bin gespannt, wie das klappt. Üblicherweise präsentiere ich allein. Nach 10 Minuten klingelt Anjas Handy. Sie entschuldigt sich und stellt den Ton ab. Jetzt brummt es nur noch und es blitzt. Ein paar Minuten später der zweite Brumm-Blitz-Alarm. Anja sieht kurz aufs Display, lächelt und legt das Handy wieder zur Seite. Es vibriert weiter. Sie hat offenbar nicht vor, es auszuschalten. Ich mache einen Vorstoß. Willst du lieber rangehen? Nee, nee, ich weiß ja, wer es ist. Ich halte weiter Augenkontakt, soll meine Einladung an Sie sein, weiterzusprechen. Es klappt. Das ist nur mein Freund, er will bestimmt wissen, ob wir heute Abend zusammen essen. Ich bin erstaunt, denn dass daraus nichts werden kann, ist ja mit einem Blick auf die Uhr jetzt schon klar. Ich sage dennoch nichts und baue darauf, dass der Groschen von alleine fällt. Fehlanzeige. Nach 10 Minuten brummt es zum dritten Mal, ich werde deutlicher. Sag mal, hast du Lust, es auszuschalten? Sie, nee, nee, stört ja niemanden. Halleluja, sie will es wirklich wissen. Auch wenn ich wenig Lust dazu habe, benenne ich, was auf der Hand liegt. Doch, mich, es stört mich. Bitte?
Sie blickt überrascht auf, wartet auf eine Erklärung. Ich lege nach. Naja, und zur Verabredung für heute Abend hieß er, wir arbeiten Open End. Deshalb ist mein Handy jetzt aus. Ich habe mich für dich entschieden. Ich war davon ausgegangen, dass das auch bei dir so ist. Es folgt eine lange Erklärung, dass ihr Freund beim Film arbeitet und viele Nachtdrehs hat, dass sich die beiden ewig nicht gesehen haben und alles ganz anstrengend gerade ist. Sie redet schnell und beendet ihre Geschichte mit, verstehst du? Ich nicke, na klar verstehe ich das. Anja atmet erleichtert auf, als ich schon weiterrede. Ich verstehe dich absolut und es gefällt mir nicht. Stille, ihr Kopf schnellt hoch, fassungsloser Blick. Ich entscheide mich, ihn auszuhalten. Es bleibt still, Westernstimmung. Sie greift langsam nach ihrem Handy und schaltet es aus, kommentarlos. Wow, danach arbeiten wir den ganzen Abend ganz wunderbar zusammen. Sehr schön. Mal als Story, und dann geht es natürlich noch weiter, aber das können wir vielleicht im Text, in unserem Gespräch klären, wenn Ja, du möchtest. total gerne. Und wir haben es ja auch schon ein bisschen gemacht. Wir haben ja schon ein bisschen Ja. gesprochen, welche Macht dieses kleine Wort mit nur drei Buchstaben eigentlich kommunikativ haben kann. Und ja, was es ja uns gibt, und das hat man ja wahrscheinlich in diesem Beispiel auch sehr gut gemerkt, auch wenn man es jetzt zum ersten Mal gehört hat, es gibt uns sehr viel Klarheit. Also es ist wirklich eine sehr Ja. klare Kommunikation und es sorgt ja eigentlich dann auch für viel, viel weniger Missverständnisse, wenn man das einfach so benutzen würde. Oder was meinst du? Ja, ich glaube, das Wichtige hier ist, dass also Verständnis oder Mitgefühl, Empathie, wie du es nennen möchtest, verpflichtet ja zu nichts. Natürlich habe ich sie total verstanden und mir hat eben nicht gefallen, was ich da verstanden habe. Also ich kann ja mitfühlend sein und muss das jetzt deswegen nicht akzeptieren. Und deswegen sage ich auf Englisch immer, end is the end. Weil wenn du und statt aber sagst, aber macht den ersten Teil klein und lässt beide Teile stehen, dann ist das Gespräch tatsächlich auch vorbei. Und so war es auch hier, diese Westernstimmung. Und ich Ja. dachte, ah, was passiert jetzt? Ich teste ja die eigenen Sätze natürlich Ja, auch ja. wieder, weil ich ja natürlich nichts empfehlen will, was nur irgendwie so 80, 70% passt. Und Ja. dann ist es wirklich aus, weil es so, du kannst nichts mehr sagen. Es ist wie so eine Teflonschicht, die anderen rutschen dran ab. Weißt du, was ich meine? Ja. Und auch wahrscheinlich ist es auch sehr, sehr wichtig, wie man das Ganze rüberbringt. Ja. Vielleicht bei und statt aber nicht so sehr, aber bei vielen anderen Sätzen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viel ausmacht, wie man die sagt. Und ich glaube auch gerade so lässiger gesagte Sätze, die es aber teilweise in sich haben, sorgen wahrscheinlich in vielen Fällen für die gleiche Klarheit in der Sprache. Absolut gut, dass du das erwähnst. Also es darf diese Kombination sein zwischen absoluter Klarheit im Content, absolut klare Aussage und lässiger, entspannter Tonfall, als ob du sagst, oh, ich nehme da noch eine Apfelschorle. Ja. Das ist immer so mein Beispiel. Mach doch mal Apfelschorlen-Tonfall, so. Dann wissen immer alle gleich, ach so, nee, das ist logisch, ne? Ja. Wenn man eine Sache draus macht, wenn man dann, ja, ich verstehe dich schon, dann kann man natürlich auch so sagen, Ja. ne? Und es ist eben halt voll blöd für mich, wo ich dann denke, okay, was ist das denn für eine Kampfansage? Also ich lade nie zu Kämpfen ein, überhaupt nicht. Also mein Ziel ist und war auch schon immer Deeskalation. Verständnis im besten Falle. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, es gibt wirklich Sätze, da ist es ja auch nötig. Man verwendet sie in Situationen, wo man deeskalieren möchte. Und da Ja. ist der Ton natürlich alles. Ja, total. Was ich auch sehr hilfreich fand beim Lesen, das war zum einen, sind es die Beispiele pro Satz? Du bringst ja wirklich in jeden Satz ein Beispiel rein, also eins, wie wir es jetzt gerade Das. gehört haben. Hast du das alles selbst erlebt? Sind es wahre Ja. Beispiele? Ja, klar. Genauso. Und wenn es nicht so war, wie bei Wer mich ärgert, bestimmt auch noch ich, da war ich ja auch dabei, aber dann Ja. hat es ja ein anderer gesagt, also nicht alle Sätze kommen ja von mir. Manche habe ich einfach erlebt, so wie mit dem Dalai Lama, den hat er gesagt, den Satz. Und ich habe ihn dann notiert, weil ich dachte, boah, das ist ja super. Welcher war das? Ich weiß es nicht. Es war diese Sehr Situation, wo er in Frankfurt im Stadion Ja. saß und war so eine Q&A-Runde. Kannst dich erinnern? Und dann kam da so eine wahnsinnig verkopfte, ellenlange Schachtelsatzfrage, so eine urdeutsche Frage. Und er hat sich so gewiegt von links nach rechts Ja. und hat seinen Tee genippt und sagt dann, I don't know.
Und alle so, what? I don't know. Lacht sich kaputt, das ganze Stadion lacht und damit war der Drops gelutscht, der Fall geklärt, weil das war die ganze Antwort. Punkt. Es Und ist unglaublich simpel manchmal. ja, und wenn, weißt du, wenn das jetzt zum Beispiel in großen Unternehmen, mal abgesehen davon, dass es jedem gut tut, auch im Privatleben, dass man nicht so rumeiern muss und so tun muss, als hätte man es schon gehört und struggelt aber innerlich mit, oh, was ist denn das? Bei großen Unternehmen kann so ein simpler Satz ja Millionen und wenn du Pech hast, sogar Milliarden kosten oder eben bringen. Wenn einer nicht zugeben kann, dass er es nicht weiß und dann so auf Eierkurs geht, da habe ich schon viele Leute scheitern sehen, aber in großem Schwung. Das glaube ich dir sofort. In deinen Geschichten ist noch etwas, in deinen Geschichten, sage ich schon, in deinen Kapiteln ist noch etwas anderes besonders. Und zwar hast du am Ende eines Kapitels immer so ein kleines, ausgekrautes Kästchen und in dem steht nochmal in ganz klaren Begriffen, was bringt dir dieser Satz? Wie kamst du dazu, dass du dieses Kästchen in jedes Kapitel eingebaut hast? Ja, weil, glaube ich, nicht immer jedem andersrum. Die Sätze klingen manchmal so banal, dass ich schon dachte, sag mal, schreibe ich jetzt einen Abreißkalender? Es klingt ja manchmal wie so ein Glückskeksbotschaft, ne? Ja. Entschuldigung, als ob das jetzt, wo ist die Botschaft? Ja, klar, Entschuldigung ist wichtig. Oder ich gucke jetzt mal, was banal klingt. Danke ist, glaube ich, sogar ein Kapitel. Es hat aber natürlich ein Gehalt. Wie gesagt, klingt ja jetzt ja auch nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie das Wort neu erfunden. Und gerade da, aber sind so kurzen Botschaften und es ist nur ein Wort, wie gesagt, zwei, ne? Gute Besserung, auch nur zwei. Wenn ich dann nochmal sage, guck mal, das hat so viel Tiefe, das klingt, das schwebt da so locker leichtfüßig rum und tut so easy, aber wenn du es mal bottomline runterbrichst, dann kommt da Freude, Wertschätzung, Dankbarkeit drüber oder Respekt, Macht und Selbstführung oder was auch immer. Es sind immer drei. Ich glaube, es sind immer Ja, drei ich Substanzen. glaube auch, ja. Also drei Qualitäten, ne? Und wenn du dir das dann klar machst, was habe ich denn hier jetzt zum Beispiel? Gelassenheit, ich habe es einfach irgendwo aufgeschlagen. Gelassenheit, was dir dieser Satz bringt, Gelassenheit, Erleichterung, Frieden, ja? Und das war, es ist, wie es ist, wie es ist, sehe ich gerade. Ja. Ist halt schon toll, weil gerade auch bei Sätzen, also bei Umständen, Situationen, die wir gar nicht ändern können, was spielt das Hirn verrückt? Was rasten meine Schauspieler aus, wenn sie das Casting verloren haben? Ja. Sweetheart, es ist vorbei. Du rastest aus über etwas, was vorbei ist. Es ist geschehen. Es ist, wie es ist. Stell dir vor, du hättest die Anfrage nie bekommen, dann wärst du jetzt auch nicht traurig. Es hilft uns einfach durch die Beispiele, hoffe ich zumindest, durch diese Stories, die ja passiert sind, dass wir merken, ja klar, was ist denn das überhaupt für eine Angewohnheit? Hä? So, ne? Wer hat eigentlich die Macht in meinem Kopf? Das bin ja hoffentlich ich. Na ja, gut, dann übernehme ich die jetzt mal und sage, okay, dann rege ich mich jetzt mal direkt ab, weil es ist ja eh, wie es ist. Ja. Ich glaube, also ich hoffe, dass es funktioniert und nochmal so ein Goodie zum Schluss ist mit, ah, okay, das tue ich mir also Gutes mit dem Satz, weißt du? Ja, mir hat es auf jeden Fall immer sehr viel gegeben, nochmal. Also man hat ja oft, wenn man ein Kapitel, also mir ging es zumindest so, wenn man ein Kapitel gelesen hat, dann wusste man ganz genau, in welcher Situation kann ich das anwenden. Und ich habe das immer so ein bisschen gefühlt, weil, also ich hab mir dann gesagt, wenn ich diesen Satz anwende, dann würde ich mich viel selbstbewusster fühlen in dem Gespräch. Und das aber nochmal als konkreten Begriff zu lesen, das hat geholfen. Und auch wenn es einfach mir noch andere Sachen bringt, die mir noch gar nicht bewusst waren. Also mir hat es sehr, sehr viel gegeben. Das ist ein Wert, ne? Ja. Du hast den Wert nochmal, erlebst ihn nochmal. Auch wenn unser Kopf, ne, die linke Gehirnhälfte, wir ja immer recht haben und uns vor neuem Wissen beschützen, nee, brauchen wir nicht, aus der Komfortzone raus, nö, nö, reicht, wie es ist und so, ne? Hat uns bis hierher gebracht. Und wenn dann aber liest, Moment mal, Respekt, Wertschätzung und was auch immer, Gelassenheit, ja, hätte ich auch gern. Ja. Ne? Wie Ja, ist es denn Bewusstmachung. eigentlich gewesen bei den Menschen, die du gecoacht hast? Das Schöne am Coaching ist ja, dass Leute, die einen Coach haben möchten, oft wissen, dass sie an bestimmten Punkten an sich arbeiten möchten. Und ich habe mich an der Stelle, als ich diese Kästchen gesehen habe, immer gefragt, war es denn allen Leuten bewusst, was Nein, genau das Thema ist, an dem sie arbeiten wollen, nein. oder was eher ein Ja, dann Gefühl? bräuchten Sie kein Coaching. Ja. Nee, nie. Gar nicht. Die meisten liegen auf der
sind auf der falschen Fährte Ja. sowieso. Mein Thema ist Kontrolle oder so. Jetzt mal. Dann ich, aha, hör mir das 5 Minuten an, denke, naja, das wäre ja schön, wenn das Thema Kontrolle wäre. Das ist was ganz anderes. Also es ist so ein Subthema. Oft, weißt du, geben wir uns ja so einen Stempel mit, ja, ich weiß, was ist, Flugangst ist Kontrolle. Ja, kann sein, dann haben wir jetzt ein Wort, haben aber immer noch Flugangst. Aber möglich ist es ja was ganz anderes. Und meistens ist es was ganz anderes, weil wenn sie wüssten, was es wirklich ist, dann ist schon so diese Sache so unwrapped, weißt du, so ausgepackt. Ja. Und dann ist man schon durch das Wissen allein schon relativ nah dran, dass das Wissen eine Etage weiter runter plumpst ins Herz und dann geht es in the bones, dann hast du es im Körper und dann geht es in die Handlung, in die Hand, weißt du, also Hirn, Herz, Hand, das sind ja so die drei Instanzen bei uns und dann ist relativ schnell, nee, die meisten wissen das überhaupt nicht. Die denken aber, dass sie es wissen. Ja. Und gibt es Dinge, die Leute in deinen Coachings besonders häufig gebraucht haben? Ja, also Selbstführung. Jeder, würde ich jetzt mal, täusche ich nicht, dann sind es 98%, aber so, also ganz hoch. Abgrenzung, großes Frauenthema, auch Ja. Männer, thematische Männer dann auch. Hauptsächlich allerdings Frauen. Sachen nicht persönlich nehmen, also zu nah ranlassen, ist aber auch so eine Unterart der Abgrenzung, finde Ja. ich jetzt. Und halt dieses, oh Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bringen Sie mir mal Schlagfertigkeiten. Und dafür stehe ich ja gar nicht. Weißt du, Julia, Schlagfertigkeit brauchst du ja nicht, wenn du souverän bist. Ja, Ja, sie das denken dann, stimmt. oh, du bist doch schlagfertig. Sage ich, ja, zufälligerweise bin ich auch schlagfertig. Das ist halt irgendwie so ein, vielleicht ein Talent oder weil ich spiele halt gerne mit Sprache, aber ich bräuchte sie gar nicht. So ein Add-on, weil wenn, weißt du, Schlagfertigkeit ist ja eine Strategie. Und die tollste Strategie ist ja die, wenn du keine brauchst. Und das ist Souveränität. Und deswegen ist bei Sprachlosigkeit, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll und so, ist es nie, mir fehlt Ja. Schlagfertigkeit, immer mir fehlt Souveränität, weil wenn die heißt, musst du ja nicht mehr schlagfertig Ja. sein. Du hast uns auch ein zweites Kapitel mitgebracht und du hast mir eine Notiz dazu geschrieben, und zwar Schlagfertigkeitsersatz, damit wir vorbereitet sind. Mit dem Satz: Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass Sie Oh. mit mir so sprechen können. Und das war ein Satz, ich habe das Kapitel gelesen und dachte mir erstmal, wow. Und ich habe ja den Wunsch geäußert, dass du daraus auch einmal vorliest. Hast du Lust, das Ja, direkt einmal zu machen? das mache ich. Das ist jetzt wirklich, und da hast du recht, das ist jetzt wirklich ein Schlagfertigkeitssatz, weil der, also ganz ehrlich, der wäre mir im Eifer des Gefechts ganz sicher nicht Ja, eingefallen. genau. Also da bei aller Liebe zum Wort, die Idee hätte ich nicht gehabt. Und daher ist es schon toll, den in so einem Köcher zu haben, in petto. Lege ich mal los, okay? Ja. Ted ist mega. Im Hauptberuf First-Class-Flugbegleiter, Langstrecke. Mit anderen Worten, durch und durch parkettsicher auf den Bühnen dieser Welt. Ich liebe es, ihm dabei zuzuhören, wenn er in freundlichstem ersten Klasse Singsang selbst die härtesten Botschaften durchs Telefon flötet. Zum Beispiel, wenn das Internet seit Tagen ausgefallen ist. Ich kann Sie so gut verstehen, sagt er dann. Sie müssen gar nicht schreien. Das klingt schon ziemlich elegant, oder? Nur weil Sie sich wiederholen, wird es, glaube ich, nicht wahrer. Großartig. Und 11 Kilometer über dem Meeresspiegel können die Dialoge dann noch mal eine Spur skurriler werden, vor allem in den ersten Reihen. Denn nicht jeder in der ersten Klasse will einfach nur seine Ruhe haben, noch ein Strategiepapier lesen und dann schnell ab unter die Daunendecke, um hoffentlich durchschlafen zu können. Das fünfte Glas Champagner brauchen diese Menschen nicht. Den gab es an so vielen anderen Orten. Die meisten davon waren schöner. Aber manche Persönlichkeiten wollen es halt wissen. Oft sind das diejenigen, die privat noch nicht mal Business zahlen, auf Firmenkosten in der First Class aber dann für Wirbel sorgen. Da wird der Hochstatus ausgelebt, rumkommandiert, gefordert und gemängelt, berichtet Ted. Spielchen spielen gehört für diese Charaktere zum Programm. Gut möglich sogar, dass so mancher auf einen Buchungsfehler hofft und wenn der ausbleibt, kann man es ja immer noch behaupten. Krawall im Kopf zieht Lärm im Leben nun mal an. Frankfurt, Ende Januar, A380 auf dem Weg nach Singapur. 25 Minuten vor Abflug, plötzlich große Aufregung bei dem Passagier auf 1A, nennen wir ihn Dr. Schneider. Bei Sonderwünschen hatte seine Assistentin Desperados Bier angegeben, er möchte vor dem Abflug nun das erste trinken.
Sehr unangenehm für Ted, denn der Caterer hat die Marke nicht mitgeliefert. Das ist gar nicht gut. Erstens, weil sowas auf diesem Level nicht passieren darf. Zweitens, weil der Gast bereits mehrfach erkennen ließ, dass er von Manieren nicht sonderlich viel hält. Schnauben zieht Dr. Schneider gerade eine ganze Wagenburg von Geräten hoch, obwohl klar ist, dass er sein transportables Büro beim nahenden Abflug zurückbauen darf. Er zieht an den Kabeln und kriegt sich nicht mehr ein. Unverschämtheit, Frechheit, dass das Bier fehlt. Er will den Kapitän sprechen, jetzt sofort. Es ist Kreativität gefragt. Obwohl der Blick auf die Uhr dagegen spricht, bietet Ted der Purserette an, zurück zum Terminal zu sprinten, um dort ein Sixpack zu besorgen. Das will ich aber auch mein, bellt daraufhin 1A. Gerne, hält es charmant zurück und Ted flüchtet in den Finger. Endlich, im dritten Duty-Free-Laden, findet er tatsächlich Desperados, wenn auch nur vier ungekühlte Flaschen. Er rennt zurück, denn die Zeit wird knapp. Zurück an Bord, die etwas atemlose Botschaft: Wir können das gewünschte Bier gern nach dem Start servieren. Im Moment liegt es auf Eis. Riesige Welle, wieso es nicht schon kalt ist. Gefolgt von der Weigerung, die Wagenburg abzubauen, nachdem nun auch der Drucker steht. Ready for takeoff, klingt es über die Lautsprecher, gefolgt von einem über die Schulter geschrienen: Ich hoffe, Sie haben an die Limette gedacht. Und das Flugzeug hebt ab. Die Limette. Ted stöhnt bei diesem Wort. Denn Limetten gibt es nicht an Bord. So viel steht fest. Da nutzt dann auch kein Ich sehe gern mal für Sie nach mehr. Bitte anschnallen. Als eine halbe Stunde später tatsächlich das gekühlte Bier vor Dr. Schneider steht, kommt es zum Ausraster, weil ein improvisierter Zitronenschnitz im Flaschenhals steckt. Kennen Sie nicht den Unterschied? Wie blöd kann man eigentlich sein? Der Anfang einer Tirade, die auf den Flugbegleiter einprasselt. Als Dr. Schneider irgendwann mal Luft holt, hört sich Ted implodierend zwar, aber dennoch formvollendet sagen: Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass Sie so mit mir sprechen können. Stille, verdutzter Blick, unentschlossene Krawallbereitschaft. Dann die Nachfrage: War das ein Angriff? Darauf Ted, ganz Ted-mäßig: Nein, es tut mir einfach leid, wenn ich diesen Eindruck vermittelt habe, der ist nämlich falsch. Ich erlaube diesen Tonfall einfach nicht. Und dann, nach einem erneuten und diesmal halbherzigen Angriff aus der ersten Reihe: Ich verstehe Sie absolut. Und, da ist es wieder, und ich kann die Umstände in der Luft nun leider nicht mehr ändern. Ich habe alles gegeben. Wenn Sie sich gern weiter darüber aufregen möchten, bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Gesagt, gelächelt, umgedreht und siehe da, Ruhe. Auf 1A zum ersten Mal. Sowas wirkt dann also doch. Last and final call for Passenger Schneider. Halleluja. Wow. Ich war schon damals sehr beeindruckt, als ich es gelesen habe. Und das wirkt wieder genauso, wenn du es einmal vorliest. Und auch da, finde ich, kommt wieder das zur Sprache oder wirklich zum Tragen, worüber wir eben schon gesprochen haben. Es ist manchmal total wichtig, wie man einen Satz sagt. Und ich glaube, das hatte in dieser Geschichte auch sehr viel Macht. Ja, dieses freundlich charmante, ich bin sehr klar in der Botschaft und deswegen muss ich ja nicht schreien, unhöflich werden oder Ja. sonst was. Glaube ich auch, hast du recht. Ich habe mir an der Stelle eine Frage gestellt. Ist es möglich, dass diese Sätze auch geschrieben funktionieren? Weil es kommt ja nie nur auf unsere Wie Worte meldest an. du? Das hast du ja auch gesagt. Du hast gesagt, es ist wichtig für die Tonalität und theoretisch bräuchten wir diese Worte gar nicht. Aber könnte ich das nicht einfach auch mal in eine Mail packen oder auch Ja. andere Sätze einfach in eine Mail packen oder wirken die dann nicht mehr? Doch, doch. Weil sie ja charmant sind. Es ist ja kein Satz geschrien quasi mit einem Ausrufungszeichen schon versehen. Ne? Also du kannst sie nicht, Entschuldigung, du kannst sie nicht kaputt machen beim Schreiben, aber du könntest sie kaputt reden durch einen falschen Tonfall. Das ist klar, wenn jemand rumpoltert in so einer E-Mail, dann würde ich vielleicht sogar als Einstiegssatz sagen: Lieber sowieso, liebe Annette, ich möchte mich als erstes mal entschuldigen. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass du mit mir so sprechen darfst. Darfst du nämlich nicht. Ich bitte jetzt um Scham und Wertschätzung, damit wir dieses Thema hier klären dürfen. Ich bin sehr an der Lösung interessiert. Ich hoffe, ich freue mich, wenn das bei dir auch so ist. Hier sind meine beiden konstruktiven Vorschläge. Alles Liebe, deine Karin. Sehr schön. Ja, Also stimmt. nicht Also, erfunden, ne? Aber so könnte ja, aber es wirkt. Ja, das wirkt. Da hast du völlig recht. Das finde ich sehr es spannend. sein. Deswegen, es hat so Spaß gemacht, das Hörbuch zu sprechen. Ich bin Ja. ja, du hast ja gesagt, ich komme vom Radio, sprechen Ja. macht mir sowieso Spaß.
Und Hörbücher sind mein Ding. Ich höre immer erst das Hörbuch und dann kaufe ich das Buch, wenn ich denke, oh, das kann ich mir nicht merken. Dann möchte ich das Buch haben zum Reinschreiben auch. Und es hat echt Spaß gemacht. Das war lustig. So lange mal, 4 Tage, glaube ich, im Studio zu sein. Wow. Ja, das ist, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis und auch was echt Besonderes. Und du hast Ja. eben, und dahin möchte ich gerne einfach noch einen Bogen schlagen. Wir haben nämlich noch einen anderen Satz und ich glaube, uns reicht die Zeit nicht mehr, um ihn vorzulesen. Aber der Satz ist, ich habe keine Ahnung, deshalb mache ich das jetzt mal. Kannst du uns vielleicht einfach kurz erklären, was hinter diesem Satz steckt? Es geht um diesen Schauspieler Sabine Tambrea, der mal bei einem Casting von einem Regisseur gefragt wurde, ob er reiten kann. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich kann ich reiten, ich muss es nur noch lernen. Und das fand ich so köstlich, großartig, weil das drückt ja so eine Haltung aus, ne? Ich kann das nicht und deshalb mache ich es jetzt mal. Das bedeutet, erinnern wir uns doch bitte, bitte, wo wir herkommen, nämlich aus der Kindheit. Und da konnten wir ja alles nicht. Ein Schnürsenkel nicht binden, einen Joghurtbecher nicht aufmachen, was auch immer. Wir konnten überhaupt nichts, wir konnten auch nicht laufen. Und hätten wir diese Haltung gehabt, die wir als Erwachsene haben, nee, kann ich nicht. Oh, das ist ja oft so ein Totschlagargument bei Erwachsenen. Oh, deswegen muss ich jetzt auch nicht lernen. Dann wären wir ja alle immer noch krabbelnd unterwegs. Und das kann ja jetzt wohl nicht der Sinn sein der Übung. Was glaubst du, passiert bei uns im Denken, wenn wir diesen Satz häufiger benutzen? Was macht es mit uns? Na, wir bleiben im Tunnel, wir machen dicht, komfortzone.de, ja. Ja. Wir müssen nichts dazu lernen. Die linke Gehirnhälfte freut sich, super, will sie sowieso nicht, weil neues Lernen ist Bedrohung, weiß nicht, ob es klappt, weißt du? Das ist ja so der rationale Teil in uns. Und das bewirkt, dass wir einfach nicht dazu lernen und unsere Persönlichkeit nicht ausdehnen und niemals unsere beste Version werden können. Das wird dadurch natürlich knallhart verhindert. Und genau das verändern wir ja, indem wir aussprechen, dass wir es einfach trotzdem mal machen. Und ich Ja. finde, das ist irgendwie ein sehr schöner Bogen zu der ersten Frage, die ich dir gestellt habe, wenn es um Krisen geht und was wir da eigentlich mit Sprache machen können. Weil Ja. genau das bewirkt es ja. Wir merken, dass wir wirksam sind, wir merken, dass wir Dinge verändern können, indem wir bestimmte Sätze sagen und bestimmte Worte, wählen. Und das finde ich irgendwie einen echt schönen Bogen und ich finde, dazu passt dieser Satz auch besonders gut. Stimmt, ja, habe ich so noch nie gesehen. Hast du recht, stimmt. Wie überprüfst du denn, ob die Sätze überhaupt funktionieren, die du Oh, in ein den Coach, Buch? also das habe ich natürlich schon jahrelang Ja. überprüft. So 23 Jahre sind es jetzt. Einzelcoaching, du, da kommt ein bisschen was zusammen. Die Menschen kriegen immer Hausaufgaben aus, weil ich so ein auffällig, so ein Umsetzungsfan bin. Und ich arbeite immer mit Hausaufgaben. Und daher beim nächsten Coaching checke ich natürlich sofort ein am Anfang. Wie hat es geklappt? Ja. Weiß ich ganz genau, was klappt, was nicht klappt. Und manche klappen nicht sofort. Da habe ich mittlerweile dann auch raus, ach so, deswegen, dann darf ich das ein bisschen besser erklären oder den Tonfall nochmal betonen oder sowas, dass das da wichtig ist. Und dann kommt er immer so, ah ja, funktioniert, funktioniert. Und jetzt auf Insta zum Beispiel, also das ist ja ganz erstaunlich. Ich bin da erst seit Bucheröffnung, also seit 32. Da kommt ja ganz viel Feedback und kein einziges Mal hat jemand geschrieben, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt. Also das finde ich ja eine Quote, mit der hat ja selbst ich nicht gerechnet. Die Leute schreiben alle dasselbe. Ich habe es angewendet, hat funktioniert. Und das finde ich natürlich toll, weil ich wollte kein Buch schreiben zum Lesen. Weißt du, wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ich will das Verhältnis. Ich möchte gern, dass die Leute wirklich vom Wollen ins Tun kommen. Das ist mir wichtig und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Das hast du sehr schön gesagt und das ist auch schon ein echt schöner Abschluss. Genau, ich danke dir an der Stelle auf jeden Fall schon mal für das Gespräch und auch ihr da draußen, wenn ihr im Gespräch nun jetzt Lust bekommen habt, einmal Karins Buch zu lesen, zu kaufen, zu verschenken, wie auch immer, tut es auf jeden Fall. Auch ich kann es euch sehr ans Herz legen und schaut doch gerne auch mal bei Karin vorbei, zum Beispiel auf ihrer Website karinkuschig.com oder auf Instagram heißt sie auch Karin Kuschig. Das hattest du ja gerade schon erwähnt, Karin. Und du hast auch für Podcast-HörerInnen immer ein schönes Goodie dabei. Magst du uns Ja, davon ich finde es erzählen? schön, was dazulassen, so ein Add-on, ein kleines Geschenk. Und viele Tools muss man ja erklären und verstehen und erstmal anwenden und so. Und ich habe 5 meiner Lieblingstools rausgesucht, die ihr sofort verstehen könnt. Daraus habe ich digitale
Postcards sozusagen gemacht und die könnt ihr euch runterladen. Wahrscheinlich packst du es in die Shownotes und dann, ich kann es aber auch sagen, karinkuschig.com/Geschenke. Sehr schön. Ich glaube, meine Kollegen packen es auch in den Live-Chat, falls ihr da Ach, direkt super. einmal gucken Genau. wollt. Dann könnt ihr das einfach runterladen und dann habt ihr es dabei und könnt es über, weiß ich nicht, iPhotos oder wer auch immer welches Format hat, wo man Fotos speichert oder über irgendein WhatsApp, Telegram sowieso verschicken, verschenken. Und das erklärt sich von selbst. Einmal drauf gucken, kapiert, anwenden. Funktioniert ganz gut. Ich habe es mir auf jeden Fall schon angeguckt und ich fand es auch sehr hilfreich. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt direkt meine Abschlussfrage an dich. Das Wort Podcast ist an der Stelle auch wieder eine sehr, sehr schöne Überleitung. Nicht nur zu meinem nächsten Gast, Veit Lindau, sondern ich habe auch noch Ja. eine spannende letzte Frage an dich. Du hast mir nämlich verraten, dass du bald Gästin in Veit Lindaus Podcast sein darfst. Und das finde ich perfekt, weil es knüpft sehr Ja. schön an. Darfst du schon verraten, über was ihr sprechen werdet? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Okay, spannend. worüber er fragen will. Ich lasse mich komplett überraschen, Julia. Ich schätze ihn so ein, dass es sehr um den Menschen gehen Ja. wird, um wo ich herkomme, wo war ich eigentlich die letzten 30 Jahre. Das kann ich mir vorstellen, aber ich bin für alles offen. Es ist Mitte Dezember, geht er damit online. Das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis. Ich glaube, da werde ich auch mal die Augen aufhalten, weil ich bin sehr gespannt, euch beide zusammen in einem Ich Podcast auch, zu Julia. Ich auch. hören. Sag ihm schönen Gruß von mir, voller Das Vorfreude, mache okay? ich. Aber vor allen Dingen danke ich dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, dass wir so ein schönes Gespräch geführt haben. Ich habe super viel draus mitgenommen und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, tolle Fragen, tolle, tolle Sichtweisen. Ich finde es immer toll, wenn ein Gespräch draus wird. Und ich Ja. hatte den Anfang war eins. Vielen Dank, Julia. Das freut mich. Danke dir, Karin. Hab noch einen schönen Tag. Du auch, mach's ganz schön, alle. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt machen wir einen fliegenden Wechsel rüber zu Veit Lindau. Ich hoffe. Hallo, hallo, hallo. Ja, Ich wunderbar, hoffe, ihr ich höre könnt dich mich schon. hören. Ja, ich höre dich, Veit. Sehr schön. Ich hoffe, du Cool. kannst mich auch gut hören. Ich kann dich richtig gut hören. Sehr schön. Und ich würde dann, jetzt wo ich weiß, dass alles klappt, auch die Gelegenheit nutzen und euch Veit Lindau einmal kurz vorstellen für alle, die ihn noch nicht kennen. Veit Lindau versteht sich selbst als Reformer, achtsamer Businesspunk und moderner Freigeist. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in Beratung und Training mit sich und ist außerdem Mitbegründer der Life Trust Academy sowie der Life Trust Coaching Community homodea.com. Seine Themen sind Erfolg, Selbsterkenntnis, Berufung und Beziehung. Und Veit hat fast 30 Bücher geschrieben. Viele davon waren Bestseller. Und sogar ausgezeichnet mit Awards. Hallo Veit, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind hier, weil du hast ein neues Buch geschrieben und veröffentlicht. Stille Seele, wildes Herz heißt es. Und es ist im Juli bei Gräfe und Unser erschienen. Und es trägt den Untertitel 12 Geheimnisse eines erfüllten Lebens. Und du hast in einem Video gesagt, es ist quasi die Fortsetzung deines ersten Buches Seelengevögelt von 2011. Was ist denn das Thema deines Buches und wie hängt es mit deinem ersten Buch zusammen? Also mein erstes Buch Seelengevögelt war in vielerlei Hinsicht sehr wichtig für mich. Also ich habe mich quasi 10 Jahre lang mit dem Gedanken rumgeschlagen, ein Buch zu schreiben, habe mich dann immer wieder selbst hinausgezögert, weil ich dachte, ah, es ist doch schon alles geschrieben. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, nee, es ist aber noch nicht auf meine Art geschrieben und habe mich hingesetzt und losgeschrieben und Seelengevögelt. Ich sage jetzt mal im Vergleich zu Stille Seele, wildes Herz, das habe ich so meiner Sturm- und Drangzeit geschrieben. Das ist das Rebellenbuch. Ja. So. Und jetzt gerade, als der Verlag mich eingeladen hat, Stille Seele zu schreiben, da war das für mich eine wunderbare Möglichkeit. Also ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 12 Jahre, einfach mal zu rekapitulieren, was seitdem passiert ist. Ich bin jetzt in die 50er reingekommen. Das heißt, für mich war es auch eine super Gelegenheit, um einfach mal zu schauen, okay, wenn das jetzt das Ende meines Lebens wäre, was ist denn bis jetzt so das Fazit? Das heißt, es ist auf der einen Seite, würde ich sagen, es ist eine ganze Ecke tiefer und gleichzeitig aber auch milder. Das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Was unterscheidet Stille Seele, wildes Herz von deinen anderen Büchern? Das hast du aber eigentlich gerade schon beantwortet. Magst du dazu noch etwas hinzufügen? Gern. Also für mich ist das Leben, was wir leben,
eine Form von Traum. Ja, also de facto sehen das Neurowissenschaftler auch so. Wir träumen immer, wir träumen nachts, wir träumen aber auch tagsüber. Und mich hat schon immer fasziniert, also wie können wir den Traum, den wir leben, nehmen, dehnen? Also wie können wir ihn größer machen? Wie können wir freier leben, glücklicher? Und also wenn ich es vergleichen sollte, würde ich sagen, das Buch, das letzte Buch, kommt scheinbar harmloser daher, ist tatsächlich aber gefährlicher als die anderen, weil alle anderen Bücher beschäftigen sich damit, innerhalb des Traumes Wände zu verschieben, mehr Raum reinzulassen. Und in dem Buch geht es tatsächlich darum, also das Fundament des Traumes auf eine sehr sanfte, aber gleichzeitig radikale Art und Weise in Frage zu stellen. Sehr schön. Der Aufbau deines Buches, dein Buch ist aufgebaut in 12 Mantras. Kannst du uns davon mehr erzählen? Kann man sich das so vorstellen wie indische Mantren oder ist das was komplett anderes? Es ist natürlich angelehnt an den Begriff, ich liebe Mantren, ja, also im Gegensatz zu Affirmationen, die für mich immer so die Gefahr bergen, dass wir uns was einreden, ist ein Mantra, was ich über einen längeren Zeitraum weg sehr achtsam benutze, für mich persönlich so etwas wie ein Schlüssel für ein Potenzial, was in uns schlummert. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich ausgiebig mit der Frage beschäftigt, also wie schaffe ich es, quasi in dem Traum, den der Leser oder die Leserin träumt, zu erscheinen und sie einzuladen, diesen Traum auf eine ganz, ganz sanfte und gleichzeitig aber auch auf eine ganz tiefe Art und Weise in Frage zu stellen, das tiefere Potenzial zu entdecken. Und ich glaube, die meisten, die jetzt gerade zuhören, stimmen mir bestimmt zu, wenn ich sage, wir haben alle schon ganz, ganz viele schlaue Bücher gelesen. Und ganz häufig ist so, dass dann dieser Aha-Effekt, den wir intellektuell haben, häufig nicht wirklich richtig tief greift, sondern wir ganz, ganz schnell zum nächsten Buch greifen. Und in dem Buch ging es mir um die spannende Frage, also wie schaffe ich es, eine Wahrheit, die eigentlich ganz offensichtlich ist und gleichzeitig dennoch sehr radikal, so tief in mir wirken zu lassen, dass sie wirklich etwas verändert. Und deswegen habe ich die Form des Mantras gewählt. Also im Grunde genommen sind das einfache Losungen, in dem Fall in der deutschen Sprache, die, wenn ich ihnen Raum gebe und wenn ich sie auf meiner größeren Rinde zergehen lasse und auch immer wieder leise oder laut ausspreche und mal wirken lasse, mir die Möglichkeit geben, mich an etwas zu erinnern, was ich eigentlich tief verborgen in mir die ganze Zeit schon gewusst habe. Es sind wie Schlüssel, würde ich Ja. sagen. Schlüssel für eine Schatztruhe, die wir alle in uns tragen. Und ein Schlüssel quasi in Form eines sehr, sehr einfachen Satzes, der aber sehr Exakt. viel hinter sich verbirgt. Exakt, der auch ganz, ganz viele Ebenen hat. Ja, also ich kann über jedes einzelne dieser Mantren kurz nachdenken und habe einen Aha-Effekt. Ich kann dem aber auch eine ganze Woche Zeit lassen und merke dann vielleicht, dass es eigentlich immer tiefer führt und dass sich immer mehr Ebenen freisetzen dadurch. Das finde ich super spannend. Ich glaube, darauf kommen wir später auch nochmal zurück. Ich habe nämlich eine Frage, die das, glaube ich, nochmal vertiefen wird. Ich habe aber eine andere Einstiegsfrage, wenn wir einfach so ein bisschen thematisch jetzt tiefer in dein Buch gehen. Du hast es gerade schon gesagt, wir träumen und du stellst direkt zu Beginn in deinem Buch eine eigentlich sehr einfache Frage. Du fragst, bist du jetzt gerade wach oder träumst du? Und ich glaube, alle HörerInnen da draußen, die jetzt zuhören und die sich die Frage vielleicht gerade innerlich selbst beantwortet haben, werden jetzt wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, natürlich bin ich wach. Und das habe ich auch gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Ja, ich bin jetzt gerade wach. Ich träume jetzt ja nicht. Und dann sagst du aber, dass das Gegenteil der Fall ist und dass wir träumen. Was hat es damit auf sich? Kannst du das noch mal mehr erklären? Genau. Richtig gern, also für alle, die mich noch nicht kennen, die mich jetzt zum ersten Mal hören, auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen schräg klingt, wenn der Typ kommt und sagt, hey, nee, doch, du träumst jetzt. Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch, ich stehe auf Wissenschaft. Es ist tatsächlich so, dass wir aus der Neurowissenschaft und auch aus der Psychologie wissen, also unser Gehirn träumt immer. Es erzeugt nur die Illusion davon, dass das, was wir jetzt zum Beispiel sehen, und ich lade einfach mal alle, die das jetzt gerade hören, ein, sich da, wo sie sind, umzuschauen. Also das, was ihr jetzt gerade seht, fühlt sich sehr wahrscheinlich für euch so an wie, hey, ich sehe die Realität, ich sehe den Raum, ich sehe vielleicht die Menschen, mit denen ich zusammen bin.
Aber wir wissen aus der Wahrnehmungspsychologie, dass wir nur immer einen ganz, ganz kleinen Bruchteil sehen von dem, was uns tatsächlich umgibt. Und wir sehen ihn auch nicht wirklich, sondern die Reize strömen auf uns ein und unser Gehirn bildet quasi innerlich ein ganz, ganz kleines, verzerrtes Bild der Gesamtrealität ab. Und das projizieren wir dann nach außen und es fühlt sich für uns so an, als wenn wir das tatsächlich sehen. Also ein Beispiel, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn du Menschen in deinem Leben hast, den du sehr magst, vielleicht deinen Partner, gibt es einfach Tage, da schaust du ihn an und da findest du ihn ganz doof. Und dann gibt es Tage, da schaust du ihn an und denkst, mein Gott, das ist ein Gott oder eine Göttin. Aber der Witz ist, es ist exakt derselbe Mensch, aber du träumst gerade eine andere Variante dieses Menschen, je nachdem, wie dein Verstand eingestellt ist. Und das hat natürlich ganz starke individuelle Auswirkungen. Also wenn uns das bewusst wird, die meisten Menschen glauben, dass ihnen das Leben passiert, aber tatsächlich ist es so, dass wir quasi permanent nach außen projizieren und unsere Erwartungen quasi die Realität ganz krass beeinflussen. Es hat aber eben auch eine starke kollektive Auswirkung. Also wenn uns allen bewusster wäre, dass wir niemals die Wahrheit sehen, sondern immer unsere kleine verzerrte Version davon, dann hätten wir wesentlich weniger Anlass, uns zu streiten oder Kriege zu führen. Ja. Ja, ich musste da, ich bin da wirklich ins Nachdenken gekommen und ich habe mir auch eine Frage gestellt, die sich vielleicht jetzt auch ein paar da draußen stellen. Und zwar, was ist denn der Unterschied dann zwischen einem Tagtraum, also das, was wir gerade jetzt tun, und einem Nachtraum? Also ich habe mir da so ein bisschen als Stichwort aufgeschrieben, luzides Träumen. Darüber wird gefühlt seit Wochen, Monaten auch irgendwie so ein bisschen intensiver geredet. Das kann natürlich auch über Social Media irgendwie kommen. Und was da ja auch oft als Tipp gegeben wird, ist, ja, du kannst zum Beispiel relativ häufig deine Hand anschauen in deinen Nachtträumen. Dann sieht die vielleicht anders aus. Irgendwelche Gesetze sind aus der Kraft, also außer Kraft gehoben. Uhrzeiten sind anders. Irgendwelche Gesetze sind anders. Was ist der Unterschied zwischen einem Tag und einem Nachtraum? Ja, ich fange mal mit diesem Begriff an, luzides Träumen. Das ist nämlich ein ganz spannendes Gleichnis. Also für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hören. Also es gibt quasi das Phänomen, dass wir nachts, das passiert relativ selten, aber das kann man trainieren, innerhalb des Traumes aufwachen. Und das bedeutet nicht, wir werden wach, sondern wir schlafen tatsächlich weiter, aber uns wird quasi innerhalb des Traumes bewusst, aha, das ist ein Traum. Und das Spannende daran ist, ich habe das selbst mal eine Weile geübt, dass du dann sozusagen anfangen kannst, diesen Traum tatsächlich zu beeinflussen. Also er geschieht dir nicht mehr, sondern du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt einfach mal versuchen zu fliegen. Und wenn du das eine Weile übst, geht das tatsächlich. Oder es gibt Spitzensportler, die sich darin trainieren, innerhalb des Nachttraums quasi zum Beispiel verschiedene Bewegungsabläufe zu üben. So, das ist eine spannende Frage. Was ist der Unterschied zum Tagtraum? Also erstens die Frequenz unseres Gehirnes. Ja? Das heißt, unser Gehirn schaltet einfach nachts auf andere Frequenzen, also zum Beispiel auf die Theta- und die Delta-Frequenz, während wir zum Beispiel tagsüber eher auf der sogenannten Beta-Frequenz unterwegs sind. Also ganz grob vereinfacht können wir sagen, unser Gehirn, da fließt Strom durch und dieser Strom hat eine Frequenz, aber das ist jetzt wirklich sehr salopp vereinfacht. Und allein dadurch, dass wir tagsüber in der Beta-Frequenz sind, wird quasi das, was wir sehen, wesentlich mehr festgehalten. Ja, das heißt, die Projektion, die wir nach außen zu laufen haben, ist wesentlich stabiler und dadurch wirkt dieser Traum auch stabiler. Und was dann noch dazu kommt, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Tag- und dem Nachttraum. Den Tagtraum träumen wir kollektiv gemeinsam. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel kollektiv darauf geeinigt, was ein Mensch ist, wo oben und unten ist. Ja. Sehr häufig sind die Menschen, die leider dann in der Psychiatrie landen, ganz häufig Menschen, also deren Tagtraum nicht so stabil ist wie bei den anderen, die andere Dinge sehen, die Dinge anders wahrnehmen. Aber für die meisten von uns ist es quasi so, wir wachen am Morgen in diesem Tagtraum auf und die Gesetze sind sehr klar formuliert. Also wir wissen, wer wir sind, wir wissen, wie wir genannt werden. Alle anderen kennen unsere Namen auch, sprechen uns darauf an. Wir wissen, was eine Straße ist
und so weiter. Und dadurch bekommt dieser Tagtraum tatsächlich eine wesentlich größere Stabilität und wirkt dadurch natürlich auch wesentlich realer, bis wir dann, wenn wir uns dann zum Beispiel mal ausführlicher mit einem anderen Menschen unterhalten, feststellen, nee, das ist ja gar nicht so. Wir schauen beide auf denselben Baum, aber wir nehmen zum Teil ganz verschiedene Sachen wahr. Und woher haben wir diese starren Regeln? Ist das was, was wir von Geburt an, ich sag mal, gesellschaftlich mitgegeben bekommen? Exakt, wir werden quasi in den Traum eingeführt. Das macht auch Sinn, ja, damit wir sozusagen mitspielen können, müssen wir die Regeln kennen. Also es beginnt einfach mit unseren Eltern, die uns erklären, wer wir sind. Leider geben uns auch unsere Eltern meist schon die ersten Begrenzungen mit auf den Weg. Hey, das kannst du nicht und das kannst du und das war schlecht von dir und du bist vielleicht böse und ich mag dich jetzt nicht mehr. Und dadurch, dass wir am Anfang natürlich ein ganz unschuldiges, offenes Bewusstsein haben, gehen alle diese Überzeugungen bis hin zu großen Paradigmen, die gehen einfach schnurstracks in unser Unterbewusstsein. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Also alles, was in frühkindlichen Phasen da angelegt wird und in unserem Unterbewusstsein, das wird quasi gar nicht mehr in Frage gestellt, weil wir es quasi wie mit der Muttermilch mitbekommen. Also zum Beispiel, was ist eine Beziehung? Wie haben sich Mann und Frau aufeinander zu beziehen? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Also gerade jetzt erleben wir zum Beispiel eine Zeit, in der Geschlechterrollen sehr, sehr stark hinterfragt werden, in der Sprache sehr stark hinterfragt wird. Und das ist dann immer ein Zeichen davon, okay, dass nicht nur Einzelne, die dann häufig am Anfang für verrückt gehalten werden, sondern dass eine ganze Gesellschaft beginnt, einen Teil dieses Traumes in Frage zu stellen. Also vielleicht noch ein ganz einfaches, gängiges Beispiel. Vor 2000 Jahren war es in dem Traum, den die Menschheit kollektiv geträumt hat, völlig normal, dass es Sklaven gab. Ja, das hat damals kaum jemand in Frage gestellt, sondern es war einfach völlig normal. Du bist auf der einen oder auf der anderen Seite geboren worden. Für uns ist das jetzt komplett absurd, weil wir diese Komponente des Traumes aufgelöst haben. Aber es wird in 10, 20 Jahren wird es Generationen geben, die darüber lachen, was wir jetzt gerade für sicher erachten. Würdest du sagen, dass wir dann jetzt ganz einfach diese Regeln, die wir gesellschaftlich geprägt haben, verändern können, jetzt wo wir wissen, dass es theoretisch möglich ist? Ich hoffe, dass wir, also nochmal, weil diese Prinzipien, wenn man davon zum ersten Mal hört, könnte es sein, dass es dubios klingt oder dass man denkt, oh, das ist ja Esoterik oder sonst was. Es ist wirklich neurowissenschaftliches Grundwissen, wovon ich gerade spreche. Und meine große Hoffnung ist, dass wir das demnächst bereits in der Schule lernen. Und weil, wenn wir alle allein nur mit dieser Demut am Morgen aufwachen würden, hey, das, was ich sehe, ist nicht die große Realität, sondern es ist immer eine sehr kleine, begrenzte, geträumte Realität, wird es, wie gesagt, viel weniger Anlass zu Streit und Krieg geben. Und wir könnten dann unser schöpferisches Potenzial nutzen, um uns zu fragen, in welchem Traum würden wir denn gern alle gemeinsam leben und die Bedingungen dafür viel schneller verändern. Also im Augenblick ist es einfach noch so, dass es häufig so ist, also wenn der erste Mensch auftaucht und sagt, hey Leute, lasst uns das doch mal in Frage stellen, er ganz oft ausgelacht wird oder vielleicht sogar massiv bekämpft wird oder in früheren Zeiten dann eben gekreuzigt worden ist. Das heißt, die Menschheit hat eine sehr, wie soll ich das sagen, einen noch nicht besonders reifen Umgang mit der eigenen begrenzten Realität. Aber das, was du sagst, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich auch von einer Neurowissenschaftlerin tatsächlich gehört habe. Und zwar ging es da um einen Legostein. Und es war eigentlich so ein kleines Denkspiel, bei dem sie gesagt hat, naja, wir stellen uns jetzt vor, wir haben einen richtig guten Tag, alles läuft gut. Wir sind eigentlich zu spät an der S-Bahn-Haltestelle, aber die S-Bahn hat dann jetzt auch genau 3 Minuten Verspätung und so bekommen wir sie, auf der Arbeit läuft alles gut. Wir haben einen schönen Abend mit Freundinnen, wir kommen total relaxed, beseelt nach Hause und dann treten wir volle Kanne in einen Legostein, der im Wohnzimmer liegen geblieben ist, von der Tochter zum Beispiel. Und dann ist man ja eigentlich im ersten Moment über, also es tut weh, aber man nimmt es nicht so mit, weil man hat einen richtig schönen Tag, man ist mit sich im Ganzen. Und
es macht uns nicht so viel aus. Und im Gegensatz dazu, wenn wir einen sehr, sehr schlechten Tag haben und es läuft alles schief, wir kriegen Kritik, die wir überhaupt nicht nachvollziehen, wir ärgern uns darüber, unsere Freundin hat uns abgesagt, wir kommen total gestresst, durchnässt nach Hause und treten dann auf den Legostein, dann macht es ja was völlig anderes mit uns. Und das ist doch eigentlich so ein bisschen genau das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, dass wir in unterschiedlichen Versionen unseres Traums sind, oder? Exakt. Also wir leiden nicht an den Dingen, also in deinem Beispiel an dem Lego-Baustein, sondern wir leiden immer an der Bedeutung, die wir den Dingen geben. Ja. Und also wenn wir das erkennen und gemeinsam uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, ist das natürlich ein enormes Potenzial für Freiheit. Ja. Ist es denn mit deinen 12 Mantren, die du aufgeschrieben hast und die du in deinem Buch auch erklärst, möglich, da einen Schritt mehr hinzukommen? Also ich sage jetzt mal ganz frech, das ist nicht nur ein Schritt, sondern wenn man die wirklich wirken lässt, hebelt es den kompletten Traum aus den Angeln. Deswegen sage ich ja, es ist ein sehr sanft geschriebenes Buch, weil ich wirklich in einer sehr sanften, dankbaren Grundhaltung war. Und gleichzeitig ist es ist sehr, sehr, sehr radikal, weil es bestimmte Grundparadigmen in Frage stellt, die sozusagen, also wenn ich jetzt bei dem Bild des Traumes bleibe, nicht einfach nur einen Stein innerhalb einer Mauer austauschen, sondern tatsächlich das Fundament ins Wanken bringen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, also das Mantra, ich verschenke mich, ja, da kann man mal so locker drüber lesen und kann sagen, ja. Aber wenn wir uns einfach mal anschauen, wie die meisten Menschen im Augenblick noch unterwegs sind und wozu wir ja auch erzogen werden innerhalb unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft, ist alles wie so eine Art von Handel zu betrachten. Also ich gebe was, aber ich will auch was zurück dafür. Und letzten Endes sind die meisten eher aus der Perspektive unterwegs, was kriege ich aus der Situation? Ja? Und das macht uns nur begrenzt glücklich. Während die Haltung von bin eigentlich gar nicht hier, um etwas zu bekommen, sondern ich bin wirklich hier, um mich komplett zu verschenken. Erstmal vielleicht crazy, verrückt klingt, aber letzten Endes ein enormer Hebel ist für mehr Souveränität und wirklich auch für eine ganz tiefe Erfüllung. Das, was du gerade beschreibst, du hast es am Anfang gesagt, man kann schnell über ein Kapitel lesen oder man kann es wirklich, man kann tiefer einsteigen und mehr darüber nachdenken. Das ist eine Aussage, die ich direkt teilen würde. Ich habe es nämlich beim Lesen bei mir auch gemerkt, dass ich oft den Eindruck hatte, dass ich einen Satz, den ich gelesen habe, dass der einfach erstmal wirken muss und dass ich jetzt nicht sofort weiterlesen kann. Und ich glaube, du sagst es zu Beginn deines Buches auch, dass man diesen Mantren einfach etwas Zeit geben muss, um sie wirklich zu verstehen und in der Tiefe zu verstehen. Finde ich sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, also du hast ja am Anfang auch gesagt, ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem Business und ich bin ja selbst oft genug in die Falle getappt, zu denken, ich hätte verstanden, was ich da in Büchern schreibe und merke immer wieder, also wenn ich mir den Raum gebe und das wirken lasse, darüber meditiere, dann gibt es halt immer wieder so einen noch tieferen Boden der Erkenntnis und du merkst, wow, so habe ich es ja noch gar nicht verstanden. Ja. Mhm. Was ich mich beim Lesen gefragt habe, ist, wie man eigentlich dein Buch lesen sollte. Also wenn jetzt HörerInnen sich das Buch neu kaufen, wie fange ich am besten an? Sollte ich dein Buch Mantra für Mantra lesen? Also beim ersten Mantra anfangen, es durchlesen, es verstehen, es auf mich wirken lassen und dann mit dem nächsten weitermachen? Oder könnte ich auch einmal ins Inhaltsverzeichnis gehen und schauen, was ist das Mantra, was ist die Überschrift, die mich jetzt gerade am meisten anspricht und die einfach lesen? Was würdest du allen da draußen empfehlen? Sich selbst und der Beziehung zum Buch zu vertrauen. Also für mich haben Bücher wirklich ihr ganz eigenes Lebewesen. Und ich glaube, jeder von uns ist auch ganz einzigartig. Und manchmal lesen wir vielleicht ein Buch wirklich nur für die letzte Seite des Buches. Und dann ist vielleicht auch okay, erstmal die letzte aufzuschlagen oder eben zu gucken, welches Kapitel ruft mich. Ich mache das auch ganz häufig mit Büchern aus meinem Regal so, dass ich mich manchmal davor stelle, wenn ich eine offene Frage habe, dann lasse ich mich erstmal leiten, welches Buch ich rausziehe und dann schlage ich das auf einer Seite auf. Also ich kenne Leute, die gehen das Buch wirklich sehr
exakt von Anfang bis zum Ende durch. Und ich habe aber auch schon von Lesern und Leserinnen gehört, die gesagt haben, Veit, ich bin schnurstracks zu diesem einen Kapitel und das hat Bäm gemacht. Ja. Ja, wenn, also ich habe bei mir gemerkt, dass mich zum Beispiel dein 9. Kapitel sehr angezogen hat. Ich bin dankbar für. Und es geht darum, wie wir Dankbarkeit zum ersten Mal quasi neu entdecken können. Und du hast da auch einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, wenn ich dich zitieren darf. Dankbarkeit hat nichts mit Höflichkeit zu tun. Du praktizierst sie nicht für andere, sondern ausschließlich für dich. Kannst du noch mal erzählen, was du genau damit meinst? Ja, also erstmal danke, dass du offenbar in diesem Kapitel so eine Chance gegeben Ja. hast, weil das ist, das lag mir ganz, ganz doll am Herzen und es war gleichzeitig für mich eigentlich fast das Schwierigste zu schreiben, weil ich mir bewusst darüber bin, dass so gut wie jeder und jede von uns das schon mal gehört haben, sei dankbar, Dankbarkeit macht glücklich. Das heißt, die Gefahr habe ich darin gesehen, dass jemand die Überschrift liest und dann einfach sagt, okay, kenne ich schon, habe ich verstanden. Ich bemühe mich in jedem Kapitel wirklich immer zwischen der neurowissenschaftlichen, der psychologischen und der spirituellen Ebene zu wechseln, weil ich alle drei wirklich für wichtig erachte. Bei Dankbarkeit ist es im Prinzip sehr einfach zu verstehen, warum das so eine powervolle Grundhaltung ist. Wir sind evolutionär bedingt darauf konditioniert, uns eher auf das zu konzentrieren, was negativ ist, weil das war im Laufe der Evolution natürlich für uns viel gefährlicher als die guten Dinge. Ja? So, das heißt, bildhaft gesprochen, unsere Antenne für die negativen Dinge ist 6 bis 7 Mal stärker ausgeprägt. Das ist das Erste. Und das Zweite, was man wissen muss, ist, wir nehmen von all dem, was uns umgibt, wirklich immer nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil wahr. Also mal eine Relation zu bringen für die Menschen, die jetzt gerade zuhören. Wir gehen davon aus, dass wir derzeit, also jetzt gerade pro Sekunde, 11 Millionen Reize oder wir sprechen auch von Informationseinheiten oder Bits haben, die auf uns einströmen. 11 Millionen. So. Wenn wir die jetzt in diesem Augenblick alle ganz bewusst wahrnehmen würden, dann würden wir durchdrehen. Die Sicherungen würden durchknallen. Das heißt, es macht total Sinn, dass die Natur einen Filter eingebaut hat und gesagt hat, ich lasse dich nur 40 bis 200 davon bewusst wahrnehmen. So, und das ist natürlich, wenn man sich mal überlegt, 40 Reize von 11 Millionen, das ist eine verschwindend kleine Zahl. Und dann stellt sich, finde ich persönlich, die logische spannende Frage, wer oder was entscheidet eigentlich darüber, welche 40 ich wahrnehme? Ja, also ich kann zum Beispiel, wenn ich mit meinem Liebsten am Tisch sitze, von den 11 Millionen Reizen dieses Menschen sind immer 40 unvollkommen. Ja? Und ich kann mich auf die konzentrieren, auf die zu große Nase und dass er schlürft, wenn er die Suppe trinkt und was er gestern vergessen hat und so weiter. Ja. Und dann verwandelt sich dieser Mensch also wahnsinnig schnell und das passiert, wie gesagt, unbewusst, letzten Endes in eine Last in meinem Leben. Ja? Also die Liebe geht flöten, ich bin nicht mehr verknallt, sondern ich beginne insgeheim darüber nachzudenken, womit habe ich das verdient. Und auf der anderen Seite, jeder von uns hat natürlich immer mindestens 40 wunderschöne Aspekte jetzt gerade. Eine kleine Geste, die wir gerade für den anderen gemacht haben, das Augenzwinkern etc. Und das macht schon mal klar, also wenn ich mich wirklich darauf konzentrieren würde, die ganze Zeit, dann gehe ich natürlich viel glücklicher durchs Leben, ja, viel erfüllter. So. Und der einfachste Schlüssel, diesen Filtern uns quasi umzuschalten, den Schalter, ist Dankbarkeit. Also gerade in den Situationen, wenn wir das Gefühl haben, das ganze Leben hat sich gegen uns verschworen, wir sind Unglückspilze, sollten wir eigentlich innehalten, sollten anfangen, sehr, sehr konsequent Sachen aufzuzählen, wofür wir dankbar sind. Und dann merken wir relativ schnell, ey, das stimmt gar nicht. Ja, selbst im tiefsten Grau gibt es noch Farben. So. Und das hat nichts damit zu tun, sich die Welt schön zu reden, sondern diese schönen Aspekte sind wirklich immer da. Ja. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die eher diese schönen Aspekte wahrnehmen, dann natürlich auch viel offener, viel neugieriger auf die Umgebung reagieren, dadurch schon wieder neue positive Ergebnisse erzielen. Das heißt, es gibt so einen Ketteneffekt. Und also wir können es abkürzen. Also Dankbarkeit ist wirklich vielleicht von den 12 Mantren das am einfachsten zu praktizierende und das, was die schnellsten Resultate erzielt.
aber auch das, was von den meisten Menschen nicht als gebraucht wahrgenommen wird. Ich stimme dir da absolut zu. Absolut, ja. Mir ist es eben direkt aufgefallen, weil es für mich also für mich einfach ein Thema ist. Also wirklich was ich versuche, ich sag mal, mehr zu praktizieren. Und das, was du gerade, ich finde, du hast es ganz wunderbar erklärt. Ich glaube, ich habe hier sehr viele Fragen, die ich einfach abhaken kann. Ich musste sie gar nicht fragen. Du hast sie mir einfach so beantwortet. Ich glaube, Cool. das hat uns allen geholfen, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Du sprichst in dem Gespräch oder in dem Kapitel auch von dem Gesetz der Anziehung. Was ist das genau? Auch das kann man natürlich mega esoterisch, spirituell interpretieren oder man kann sich einfach, man kann es ganz logisch sehen. Auch dafür gibt es ganz, ganz viele, viele Evidenzen, zum Beispiel auf der psychologischen, auf der sozialen Ebene. Also, dass wir natürlich, wenn wir eine gewisse Ausstrahlung haben, auch ganz bestimmte Dinge mehr anziehen. Ja, dieses Gesetz der Anziehung wird oft falsch interpretiert, nämlich, dass wir das anziehen, was wir wollen. Nee, wir ziehen nicht das an, was wir wollen, sondern wir ziehen das an, was wir sind. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du durch die Straßen gehst und du bist vielleicht schon eine ganze Weile Single und du wünschst dir ganz doll einen Partner und lässt dabei aber deine Mundwinkel runterhängen, weil du traurig darüber bist, dass du Single bist, sinken bestimmte Hormone, die sinken einfach deinem Körper ab. Du wirst, und nochmal, das ist Wissenschaft, du wirst im wahrsten Sinne des Wortes unattraktiver. So. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ja, ich habe gerade keinen Partner, aber ich bin mit mir glücklich und ich bin dankbar dafür, dass ich lebe und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Partner oder die Partnerin und du gewöhnst dir an zu lächeln, ja, und du läufst wie ein in sich geliebter Mensch über die Straßen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von anderen Menschen positiver wahrgenommen wirst, dass die auf dich zukommen, natürlich viel, viel größer. Und da könnte ich jetzt viele andere Beispiele anziehen, ansprechen. Also der große Fehler, du hast ja am Anfang auch gesagt, ich beschäftige mich sehr viel mit Erfolg in meiner Arbeit, ist, dass die Leute denken, wenn sie sich ganz, ganz, ganz stark darauf konzentrieren, was sie wollen, dass sie das anziehen. Nee, wir müssen das sein. Also wenn wir zum Beispiel mehr Geld anziehen wollen, das geht. Aber eben nicht dadurch, dass ich gierig werde, sondern im Gegenteil, dass ich großzügig werde und dass ich anfange, innerlich eine Haltung von Reichtum zu entwickeln. Das finde ich sehr schön. Also quasi so ein bisschen die Essenz aus dem Kapitel ist, wenn du glücklich sein willst, wenn du glücklich leben willst, dann sollten wir Dankbarkeit ganz bewusst praktizieren. Das finde ich sehr schön. Exakt. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind Ja. zwar noch gar nicht am Ende unseres Podcasts, aber du hast uns etwas mitgebracht, und zwar eine Meditation. Und die sollten wir jetzt genau einbauen, damit wir die ganz in Ruhe noch für den Rest des Podcasts genießen können. Und genau, würdest du damit anfangen? Ja, richtig, richtig gern. Sehr schön. So, an alle Menschen da draußen, die das jetzt gerade hören, erstmal vielen Dank, dass du uns zuhörst und dass du mir gerade deine wertvolle Lebenszeit widmest. So, wenn du das hörst und wenn du jetzt mit mir gemeinsam meditieren möchtest, dann bitte ich dich, dir einen Platz zu suchen, an dem du dich entspannen kannst. Das kann gern im Sitzen oder im Liegen sein. Falls du das Ganze jetzt gerade auf der Autobahn hörst, ich glaube, das erklärt sich von selbst, dann bitte ich dich, das später anzuhören und jetzt auf gar keinen Fall mit zu meditieren. Wie gesagt, du kannst im Sitzen oder im Liegen daran teilnehmen. Und während ich dir noch ein paar Sachen sage zu der Meditation, kannst du jetzt bereits, wenn du möchtest, mal in deinen Körper reinlauschen und deinen Körper fragen, ob der noch was verändern möchte. Manchmal sind es einfach die Schultern, die sich nochmal ein bisschen mehr entspannen wollen. Sehr hilfreich sein kann es, wenn du jetzt ein paar Mal etwas tiefer einatmest, nicht angestrengt, sanft, tief einatmest, die Luft kurz anhältst und dann beim Ausatmen loslässt. Wenn du möchtest, stell dir vor, dass du beim Einatmen Licht einatmest und Wärme und Klarheit. Und dass du beim Ausatmen mal alles, was dich heute im Laufe des Tages beschäftigt hat,
loslässt. So was, wenn du es in den Boden sinken lässt, um einfach hier in diesem Moment anzukommen. Und für diejenigen unter euch, die zum allerersten Mal an so einer geführten Meditation teilnehmen, ich möchte dich einladen, wenn es geht, ohne Erwartungen teilzunehmen, sondern einfach mal ganz neugierig den Worten zu lauschen und zu schauen, was sie mit dir machen. So, was ich dir heute mitgebracht habe, ist eine sehr einfache, wunderschöne, heilsame Mitgefühlsmeditation. So, wir haben oft zu wenig Mitgefühl mit uns selbst und auch mit anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob du deine Augen noch geöffnet hast. Wenn ja, lade ich dich ein, einfach mal zu schauen, ob es angenehmer für dich ist und ob du leichter in eine wohltuende Trance gleiten kannst, wenn du jetzt deinen Augen erlaubst, sich zu schließen. Und dann atme noch ein paar Mal ganz ruhig ein und aus. Und schau mal, ob es dir möglich ist, das Heben und Senken deiner Brust wahrzunehmen. So beim Einatmen hebt sich die Brust etwas. Und beim Ausatmen sinkt sie und der Körper kann sich gleichzeitig noch etwas mehr entspannen. Und allein das kann schon richtig gut tun. Und dann lade ich dich ein, dich auf dein sogenanntes Herzzentrum zu konzentrieren. Es ist ungefähr in der Höhe deines Herzens, also deines physischen Herzens, in der Mitte deiner Brust. Achte mal darauf, ob sich eventuell, wenn du mit geschlossenen Augen in diese Stelle hineinspürst, diese Stelle etwas anders anfühlt. Vielleicht etwas wärmer, vielleicht auch etwas zarter. Feinfühliger. Und ich lade dich ein, dir vorzustellen, dass du jetzt durch diese Stelle atmest. So stell dir vor, dass du beim Einatmen Licht über dein Herzzentrum aufnimmst. Beim Ausatmen verteilt sich dieses Licht in deinem ganzen Körper. Es kann sich so anfühlen, als wenn eine warme Welle von Licht nach oben und nach unten in deinen Körper rollt. Vielleicht magst du dir sogar vorstellen, dass du dort an der Stelle deines Herzzentrums etwas hast wie eine leuchtende Blume. Wenn du einatmest, die Blume etwas auf, um noch mehr Licht aufzunehmen. Und beim Ausatmen verteilt sich das Licht im ganzen Körper. Und jetzt stell dir vor, du atmest nicht nur Licht ein, sondern Liebe. Und zwar so eine ganz zarte Liebe für dich selbst. Stell dir vor, du erlaubst dir, dich selbst lieb zu haben, gütig mit dir zu sein. Stell dir vor, du segnest dich mit dieser Liebe. Und wenn du willst, kannst du dir jetzt innerlich noch sagen, mit deinem Namen, mögest du aufrichtig glücklich sein. Stell dir vor, du atmest in dein Herz.
Du gibst dir jetzt einfach diese leise, zarte Liebe. Wirst weicher dabei. Und du sagst dir einfach immer wieder, hey, an deinen Namen mögest du aufrichtig glücklich sein. So egal wie deine letzten Tage und Wochen waren, egal ob du gerade zufrieden mit dir bist oder nicht, stell dir vor, du segnest dich gerade mit Mitgefühl. Wie eine große, liebevolle Mutter ihr Kind segnen würde. Und dann stell dir vor, wie dieses Mitgefühl dich von innen heraus wärmt. Und wenn du willst, stell dir vor, wie das Licht dieses Mitgefühls jetzt anfängt, aus deinem Körper hinauszustrahlen. Stell dir vor, du sitzt oder du liegst gerade in einem wunderschönen Licht des Mitgefühls. Und das Tolle daran ist, dieses Mitgefühl ist unendlich. Wenn du willst, kannst du dir jetzt vorstellen, wie es überfließt, wie es über die Grenzen deines Körpers hinaus in den Raum strömt, in dem du jetzt gerade bist. Du kannst dir vorstellen, dass du jetzt gerade ein liegender oder ein sitzender Buddha bist, der anfängt, seine Umgebung mit Mitgefühl zu erfüllen. Wenn du willst, denke jetzt einmal an Menschen, die du magst, die dir wirklich wichtig sind. Und wünsche ihnen aufrichtig alles Glück dieser Welt. Sieh ihre Gesichter vor dir und segne sie. Du kannst innerlich sagen, mögest du aufrichtig glücklich sein. So stell dir richtig vor, wie du diese Menschen in Licht und in Liebe hüllst. Wenn du willst, sieh, wie sie lächeln und sich entspannen. Und wenn dir das gut tut, kannst du jetzt dieses Licht noch ausdehnen. Du kannst dir vorstellen, wie jetzt gerade Hunderte von Menschen an derselben Meditation teilnehmen und auch Licht ausstrahlen. Und wie sich euer Licht miteinander verbindet. Wie ihr gemeinsam eine Welle von Licht um diesen ganzen Planeten schickt. An all die Menschen, die gerade leiden. An all die Menschen, die vergessen haben, wie schön sie sind. Und stell dir vor, wie du gemeinsam mit diesen anderen Buddhas die Welt segnest und allen Menschen, den Kleinen und den Großen, aufrichtig Glück wünscht. So fühl, dass diese Liebe in dir unendlich ist. Und selbst wenn du dich manchmal in deinem Ego klein und hilflos fühlst, das, was du immer tun kannst, ist dich und uns und alle zu segnen. Mit Mitgefühl. Und wenn du willst, kannst du sogar damit experimentieren, wenn diese kleine Meditation jetzt vorbei ist, heute in dieser Haltung durch dein Leben zu gehen. Und wann immer du einen anderen Menschen siehst, innerlich zu denken, mögest du aufrichtig glücklich sein. Und auch dich selbst im Laufe des Tages immer tiefer in dein eigenes Herz
zu entspannen. So, das heißt, auch wenn du jetzt gern deinen Körper regeln kannst und ein paar tiefe Atemzüge nehmen kannst, um wieder ganz erfrischt und wach hier anzukommen, lade ich dich ein, in dieser Schwingung zu bleiben. Und einfach mal zu probieren, was passiert, wenn du die Welt mit mildem Auge siehst. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Veit, dafür. Und sehr, sehr gut, dass der Podcast aufgezeichnet und natürlich auch weiterhin verfügbar ist. Das heißt, wir können uns die kleine Meditation immer rausholen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir sie brauchen. Genau. Wenn ihr da draußen noch mehr über Veit wissen wollt, mehr über sein Buch erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf Veits Website vorbei, veitlindau.com. Oder schaut euch genauer sein Buch an, Stille Seele, wildes Herz, erschienen bei GU. Veit, ich danke dir ganz, ganz herzlich für unser Gespräch. Ich habe viel draus mitgenommen. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für alle, die aufmerksam gelauscht haben. Danke dir, genau. Ich danke euch da draußen natürlich auch fürs aufmerksam Zuhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr konntet aus den Gesprächen mit Karin und Veit einiges mitnehmen. Ich konnte es auf jeden Fall und ich freue mich schon sehr darauf, mehr davon in meinen Alltag zu integrieren und anzuwenden. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!